Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich auch hier zu sein und vor allen Dingen freue ich mich, dass ihr so zahlreich hier seid. Und ich finde das unglaublich wichtig, weil wir leben in einer Welt, wo an unterschiedlichsten Orten ganz massiv und ganz brutal die Lunte an den Weltfrieden gelegt wird. Und deswegen brauchen wir eine Friedensbewegung, die wieder eine laute Stimme hat. Dafür müssen wir noch mehr werden, aber das ist schon mal ein richtig guter Anfang hier. Toll, dass ihr hier seid. Und beim nächsten Mal bringt jeder noch 3 mehr mit. Und dann werden wir wieder größer und wieder lauter. Und das müssen wir werden. Das ist ganz dringend und ganz notwendig. Ich meine, wenn man über Frieden spricht, dann bewegt uns, glaube ich, alle. Bewegen uns die Bilder, die wir jeden Tag bekommen aus Syrien, auch gerade aus Aleppo. Krankenhäuser, die bombardiert werden, Kinder, die sterben. Furchtbare Bilder. Und es ist völlig klar, dieses Morden muss aufhören. Diese Bombardierungen sind natürlich ein Verbrechen, es muss Schluss sein. Aber dieses Verbrechen ist eben das Verbrechen jedes Krieges, weil jeder Krieg vor allem Zivilisten trifft. Und deswegen sagen wir nicht einseitig, nur da muss es aufhören, sondern auf dieser Welt müssen die Bomben endlich ruhen. Und wir brauchen Frieden und Diplomatie. Und alle, die das hintertreiben, die machen sich schuldig an Kriegsverbrechen und an Mord. Und da sind wir nicht einäugig, sondern wir sagen es an alle Adressen. Und ich muss schon sagen, also wenn ich jetzt mitbekomme und höre, und ich denke, das geht euch auch so, wenn sich wirklich die übelsten Kriegspolitiker aus Washington, siehe Herr Kerry, die also bisher noch nie davor zurückgeschreckt sind, auch schlimme Kriegsverbrechen zu verantworten, wenn die plötzlich ihren Abscheu vor den Gräuel des Krieges entdecken. Also da muss ich sagen, die Heuchelei, die muss ich mir nicht antun. Und das Gleiche gilt auch hier in Deutschland. Bundestagsabgeordnete, die noch nie gezögert haben, ihre Hand dafür zu heben, dass die Bundeswehr in völkerrechtswidrige Kriege geschickt wird. Solche Bundestagsabgeordneten finden es plötzlich ganz entsetzlich, dass in solchen Kriegen Menschen sterben. Ja, in jedem Krieg sterben Menschen. Und zwar vor allem Zivilisten, vor allem Kinder, vor allem unschuldige Menschen. Aber warum kapieren Sie das nicht erst jetzt? Warum haben Sie das nicht längst vorher kapiert? Und werden Sie es beim nächsten Bundeswehreinsatz nicht auch wieder vergessen haben? Wir vergessen es nicht und wir werden es Ihnen immer wieder auf das Tapet schreiben. Schluss mit diesen Kriegen. Und wenn ich höre, Herr Röttgen, und wenn ich jetzt höre, Herr Röttgen ist der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, CDU-Mitglied. Er hat jetzt ja groß gesagt, Kriegsverbrechen muss man Kriegsverbrechen nennen. Gut, Herr Röttgen, voran finde ich super. Benennen Sie Kriegsverbrechen, nennen Sie die Kriegsverbrechen. Aber wie ist es mit den Kriegsverbrechen, mit den bombardierten Krankenhäusern, mit den vielen Toten in den Gebieten Syriens, wo die USA und andere NATO-Staaten bombardiert haben, wo sie so schlimm gehaust haben, dass selbst die syrische Opposition sie gebeten hat, mit den Luftangriffen Schluss zu machen, weil es so viele Zivilisten trifft. Die Meldung ist leider in Deutschland nur klein gelaufen. Wie ist es mit den Kriegsverbrechen, Herr Röttgen? Benennen Sie die auch beim Namen? Oder die vielen Toten in Afghanistan, auch die vielen Krankenhäuser, die dort getroffen wurden. Oder wie ist es mit den Kriegsverbrechen der Türkei, die gegen die kurdische Bevölkerung ihre Bomben werfen, die dort gerade diejenigen massakrieren, die mit am tapfersten gegen den islamischen Staat gekämpft haben. Wie ist es mit den Kriegsverbrechen, Herr Röttgen? Wo höre ich da Ihre Stimme? Oder die der Bundeskanzlerin? Oder die des deutschen Außenministers? Was ist das für eine Heuchelei, die hier abgezogen wird? Und natürlich muss man auch sagen, wie ist es mit den Kriegsverbrechen der syrischen Opposition, den vielen islamistischen Terrorgruppen, die sich da unter dem Begriff syrische Opposition eben auch zusammengefunden haben, die teilweise für schlimmste Massaker verantwortlich sind. Und da frage ich mich auch, wer hat denen eigentlich die Waffen geliefert und liefert sie ihnen bis heute? Die sind doch genauso verantwortlich für diesen Krieg, die solche Typen aufrüsten, die denen die Waffen liefern, die solche Kriege dann überhaupt nur führbar machen. Und ich meine,
meine, inzwischen ist doch völlig klar. Das hat nochmal auch das Interview von Herrn Todenhöfer gezeigt, aber das musste man gar nicht in dem Interview nachlesen. Das konnte man schon aus ganz, ganz vielen anderen Quellen vorher wissen. Ja, Saudi-Arabien, ja, Katar, ja, die Türkei und auch die USA, sie sind die Waffenlieferanten dieser Barbaren und dieser islamistischen Terrorgruppen. Und da muss ich sagen, die sind alle mitverantwortlich. Und wenn ich jetzt höre, dass gesagt wird, mehr Sanktionen nach Russland, also bitteschön, dann sollen diejenigen so ehrlich sein und sagen, sofortige Sanktionen an die Waffenlieferanten dieser Terrorgruppen. Dann wären sie wenigstens ehrlich, dann wären sie wenigstens konsistent, aber sie lügen uns was vor. Und ich meine auch Deutschland. Es gibt doch inzwischen fast keine Kriegspartei in Syrien mehr, die nicht auch mit deutschen Waffen kämpft. Und auch deutsche Waffenschmieden machen super Geschäfte damit, dass sie genau solche Kriege beliefern. Und da sage ich, ja, das ist auch ein Verbrechen, mit solchen Geschäften Profit zu machen. Und das gehört endlich gestoppt. Und wir haben das zigmal im Bundestag beantragt. Immer wieder beantragt, keine Waffen mehr an Saudi-Arabien zu liefern, keine Waffen mehr an Katar, weil diese Waffen dann eben auch weitergehen und in solche Kriege kommen. Und man muss konsequent sein und auch sagen, keine Waffen mehr an die Türkei, die ihr Morden gegen die Kurden und andere Bevölkerungsteile unterstützen. Aber sie haben alle immer dagegen gestimmt, die anderen Parteien. Und deswegen sage ich es hier auch nochmal, wer Waffen liefert in solche Kriege, der macht sich mitschuldig. Und der ist mitverantwortlich für diesen Krieg. Und deswegen sofortigen Stopp dieser Rüstungsexporte. Das ist doch der erste Schritt in eine friedliche Welt. Und ich meine, man muss ja schon sagen, es ist ja gut, dass die deutschen Rüstungsschmieden auch nicht mehr das sind, was sie mal waren. Also da ist ja nicht nur der Großsponsor von Herrn Kauder, dem Fraktionsvorsitzenden der CDU, Heckler und Koch, der zumindest mit seinen Waffen das Morden etwas erschwert, weil sie nicht ganz treffen, sondern was ich dieser Tage auch gehört habe, die deutschen Flugzeuge in Incirlik, die Tornados, die konnten nicht mehr starten, weil auch wieder eine deutsche Rüstungsschmiede eine Rückrufaktion für ein Ersatzteil starten musste. Also das sind ja doch die ganz wenigen erfreulichen Nachrichten in diesem Krieg. Aber ich muss sagen, nein, wir brauchen keine Rückrufaktion für Ersatzteile. Wir brauchen eine Rückrufaktion für diese ganzen Waffen, mit die wir in diese Kriege liefern. Und ich würde sogar noch weitergehen. Wir brauchen eine Rückrufaktion für die Bundeswehr aus ihren ganzen Kriegseinsätzen in dieser Welt. Sie haben da nichts zu suchen. Holen wir die endlich zurück. Holen wir die wieder nach Hause. Das ist das, was sie eigentlich nach dem Grundgesetz zu tun hat. Sie ist auf Verteidigung festgelegt laut Grundgesetz und nicht auf Interventionskriege und schon gar nicht auf völkerrechtswidrige Kriege. Also holen wir sie zurück. Dann wird diese Welt schon mal ein ganzes Stück friedlicher, weil niemand braucht deutsche Soldaten, weder in Afghanistan, noch in Syrien, noch irgendwo sonst auf dieser Welt. Schluss mit diesen Auslandseinsätzen. Und ich meine, die ganzen Lügen, die sie uns dann immer erzählen, warum wir angeblich überall Krieg führen müssen und warum wir angeblich überall die Sicherheit Deutschlands verteidigen. Diese Belügen sind doch wirklich eine Beleidigung der Intelligenz derjenigen, die sich das anhören müssen. Angeblich führen wir ja da überall Krieg gegen den Terror. Ja, vor 14 Jahren schon wurde in Afghanistan begonnen, Krieg gegen den Terror zu führen. Und was ist das Ergebnis? Ein Land, das völlig kaputt ist, in dem noch heute der Bürgerkrieg tobt, in dem, wenn ein Bundestagsabgeordneter oder ein deutscher Politiker dorthin fährt, er mit Stahlhelm und schusssicherer Weste auftritt und die meisten Strecken im Hubschrauber stattfinden müssen, weil die Sicherheitslage nicht da ist. Das hat man erreicht im Kampf gegen den Terror. Und die Taliban haben mehr Rückhalt in der afghanischen Bevölkerung als je zuvor, weil man eben auch mit diesem Krieg vor allem Zivilisten getötet hat. Und mit jedem Zivilisten, der dort stirbt, wächst eben auch der Hass in der Bevölkerung gegen diejenigen, die solche Kriege verantworten. Und genau dieser Hass ist es, den die Terroristen brauchen. Das ist doch völlig klar. Und wenn ich dann noch höre, dass
jetzt gesagt wird, ja, aber die Flüchtlinge aus Afghanistan, die können wir ja zurückschicken, weil es ist ja ein so super sicheres Land. Also noch zynischer geht's ja wohl bald gar nicht. Selber dieses Land mit Krieg und Bürgerkrieg überziehen, dann noch die Menschen dort zurückschicken in einem Zynismus sondergleichen. Was ist denn das für eine Politik? Das soll also Wertegemeinschaft sein. Was sind denn das für Werte? Das sind nicht unsere Werte. Wir wollen tatsächlich Menschlichkeit und wir wollen Menschenrechte. Aber in diesen Kriegen ging es nie um Menschenrechte. Weil Kriege sind das größte Menschenrechtsverbrechen, das es überhaupt gibt. Und das muss man auch sehr, sehr deutlich sagen. Es geht nicht nur um Kriegsverbrechen. Krieg ist das Verbrechen. Das ist das Wesentliche und das ist der Kern unserer Position. Natürlich, dieser ganze Krieg gegen den Terror, der ging ja dann weiter, der angeblich im Irak ganz erfolgreich. Das Ergebnis des Irakkrieges war die Gründung des Islamischen Staates, war wieder ein Vollerfolg im Kampf gegen den Terror. Die Bombardierung Libyens, ein Vollerfolg, weil der Islamische Staat sich dort auch ausbreiten konnte. Und dann hat man mit der Destabilisierung Syriens weitergemacht. Was ist denn das für eine verrückte Politik? Und da sage ich auch, wir müssen aufpassen, dass wir uns in diese Politik nicht immer weiter reinziehen lassen. Und deswegen ist es richtig, dass die Losung dieser Kundgebung ist, Kooperation statt NATO-Konfrontation. Das muss endlich wirklich sich durchsetzen und deswegen muss auch Deutschland raus aus den militärischen Strukturen dieser NATO, damit wir nicht immer mitmachen bei all diesen Drohnenmorden und all diesen Kriegen und damit die Bundesregierung sich auch nicht hinter den anderen Partnern verstecken kann. Und letztes Thema, was ich natürlich auch ganz wichtig finde, und das hat ja auch ganz viel mit Weltfrieden zu tun, ist das, was die NATO zurzeit in Europa veranstaltet. Und auch das ist hochbedrohlich. 75 Jahre nach diesem letzten Beginn des letzten verbrecherischen Kriegs sind deutsche Soldaten wieder an der russischen Westgrenze teilweise stationiert, finden dort schlimme Manöver statt mit brutalen Kriegsgebaren. Oder in Deutschland werden die Atomwaffen modernisiert. Wer zum Teufel braucht in Deutschland modernisierte Atomwaffen? Welche Halbverrückten planen da in ihrem Kopf irgendwelche furchtbaren, führbaren Kriege? Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Wer sowas plant, der ist doch krank. Und den muss man stoppen. Und den müssen wir ganz laut stoppen, diese ganze fatale und falsche Politik. Und ich wünsche mir auch deshalb, dass die Friedensbewegung viel, viel stärker wird, weil ich hoffe, dass das dann auch auf die anderen Parteien im Bundestag endlich mal mehr Druck macht. Es ist doch ein Trauerspiel, wo SPD und Grüne heute gelandet sind in ihren Bundestagsparteien. Ich meine, bei den Grünen ist ja wirklich inzwischen mehr Oliv als Grün. Wenn ich höre, dass dort jetzt am vehementesten schon wieder gerufen wird nach irgendwelchen Flugverbotszonen und anderem, als hätte man nicht gesehen, wo das in Libyen hingeführt hat. Und auch bei der SPD, die hatten doch auch mal eine andere Tradition. Und da erinnere ich immer gern dran, die hatten zum Beispiel in ihrem Berliner Programm auch mal die Position Auflösung der NATO und Ersetzung der NATO durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Einschluss Russlands, das, was wir heute als Linke vertreten. Das war doch richtig. Und deswegen muss ich ganz klar sagen, wenn diese Parteien glauben, dass die Linke irgendwann auch zur Kriegspartei wird, um eine Koalition zu bekommen, das können sie sich abschminken. Aber wenn diese Parteien eine friedliche Politik machen wollen, dann sind wir dabei und dann können wir sie auch unterstützen. Und deswegen werden wir alle stärker, werden wir alle lauter für den Weltfrieden und für Kooperation. Ich danke euch.